ja, Wahnsinn ist das richtige Wort. Es ist ja immer vorher, vor so einer großen Veranstaltung, immer ein bisschen angespannt, ein bisschen stressig, die eine oder andere Sache muss man noch klären. Es ändern sich Dinge, es kommen neue Sachen dazu, welche fallen weg, also ist immer schwierig. Naja, wir peitschen uns ja immer gegenseitig an, das bin ich ja nicht nur alleine, das macht ja, der Marco Lorenz ist ja mit dabei, Detlef Blumenkranz, auch zwei gute Freunde von mir, und wer auch richtig mit am Start ist und der Gas gibt, ist Thomas Passek. Der hat sich da auch irgendwie mit reingeschlichen ins Veranstaltungsteam. Nee, wir haben uns einfach gefunden. Einfach gefunden. Ein starkes Team. Und das funktioniert. Und jeder hat da auch Ideen, da noch mit einzubringen. Wir sprechen das ab untereinander, sagen, okay, das ist jetzt Müll, das ist zu drüber, das können wir nicht machen oder wir machen das. Also das klappt schon. Naja, ich könnte jetzt sagen, das Highlight ist, dass Ramona Kühne mit Boxen aufhört. Aber das hört sich ja blöd an, oder? Also Ramona hat ihren letzten Kampf bei uns auf der Veranstaltung. Das ist, sag ich mal, schon eins der persönlichen Highlights. Dann, dass Ronny Gabel seine Titelverteidigung von dem WBU-Titel, den er letztes Jahr errungen hat auf der Veranstaltung, halt bei uns in Dessau macht. Das war ja auch ein fulminanter Kampf gewesen. Das war ja Wahnsinn. Wirklich technisch hohes Niveau, schnell. Eine Ballerei bis zum Schluss. Ja, anders wird das, denke ich mal, bei der Gegnerin, die so bei Ramona Kühne auch nicht werden. Auf welche Talente aus der Region können wir uns noch freuen? Natürlich haben wir selber auch Sportler am Start und freuen uns auch immer, die dort präsentieren zu können, beziehungsweise, dass sie da zeigen können, auch aus welchen Holz sie sind. Ja, wir hatten 5 Kämpfer am Start von uns. Zweimal kommt noch 6, 7, eigentlich 7. Kinderkämpfe, die Vorboxen machen, das ist auch ganz wichtig, dass die Kleinen auch mal zeigen können, was sie gelernt haben, beziehungsweise auch gleich mal, bevor sie die ersten Wertungskämpfe machen können, sich daran gewöhnen können, wie das ist, vor Leuten zu boxen, ist ja doch immer Aufregung mit dabei, und wir finden das immer eine schöne Sache, weil wir sind ja nur im Kinder- und Nachwuchssport auch sehr engagiert. Ja, von uns ist der Janis Kulas, der seinen zweiten K1-Kampf macht, auch Newcomer, hat letztes Jahr auf der Boxnacht schon mal gekämpft. Was ich ganz toll finde, ist, dass David Bodenstedt-Willer mit im Wettkampfteam zurück ist, nach 2 Jahren Wettkampfpause. Da freue ich mich auch schon drauf. Ist ein harter Knochen, kennt ihr ja noch von den letzten Kämpfen. Was noch dazu kommt, ist Kim Wendler, dass sie nun endlich wahrscheinlich, ich sage wahrscheinlich, ihren Titelkampf machen kann. Im Amateurboxen, der ja nun letztes Jahr abgesagt wurde, von seitens der Gegnerin, dieselbe Gegnerin sollte dieses Jahr boxen, hat auch wieder einen Rückzieher gemacht. Jetzt wurde halt eine Ersatzgegnerin bestimmt, von der wir noch gar nichts wissen. Das wird sicherlich auch ein schönes Ding. Florian Hesse, ja, nach seinem Auftritt im letzten Jahr, der da mächtig in die Hose gegangen ist, der muss dieses Jahr einen Rückkampf machen. Müssen wir gucken, wie er sich gestaltet. Wir haben auf jeden Fall trainiert und sind auch vorbereitet. Dann hatten wir Patrick Schmidt im K1, haben sich auch alle drauf gefreut, denke ich mal, genauso wie auf die anderen Kämpfe, weil der eigentlich auch immer für gute Kämpfe bekannt ist. Harte Kämpfe, gute Kämpfe, kompromisslose, aber der Kampf wird nicht stattfinden. Das tut immer ganz besonders weh, wenn die Wettkampfvorbereitung für alle Sportler, inklusive Patrick, super gelaufen ist. Die sind alle auf Kurs, die sind alle fit, die könnten alle morgen boxen, ja, kämpfen. Und dann passiert sowas wie Freitag. Also Patrick hat Freitag einen Unfall gehabt. Auf dem Weg von der Arbeit nach Hause mit dem Fahrrad und diverse Verletzungen im Gesicht. Das Esszimmer ist nicht mehr ganz so gerade. Ja, es geht ihm aber gut, den Umständen entsprechend. Und ja, jetzt sind erstmal andere Sachen wichtig. Also man denkt jetzt erstmal nicht mal ans Kämpfen, an den nächsten Kampf oder so. Das muss alles erstmal wieder hergestellt werden hier. Und dann sehen wir weiter. Ich habe mich gefreut, also nicht, dass ihm das passiert ist, sondern dass ihm nicht mehr passiert ist. Ja, natürlich als Trainer kriegt man da erstmal einen Schock. Ja. Aber ihm geht es, wie gesagt, soweit gut, braucht sich keine Sorgen machen und wir werden ihn auch wieder sehen, keine Frage. Ja, ich sage es mal mit seinen Worten, er kotzt natürlich jetzt richtig ab, dass er da nicht den Kampf machen kann. Zumal er den letzten in Jena nach Punkten verloren hat, wird er hier jetzt nochmal richtig innen raushauen. Aber das machen wir später. Das hat halt nicht so sein. Ja, natürlich sind wir stolz drauf, wenn wir von hier und da Komplimente kriegen mit der Veranstaltung. Ich muss immer sagen, das war nie so geplant. Wir wollten immer eine kleine Veranstaltung machen. Für die Leute, mit den Leuten, für unsere Kämpfer. Und dass das so eine Ausmaße annimmt, das haben wir uns ja vor Jahren gar nicht so gedacht.
Aber es wurde uns halt von vielen gesagt, das passiert halt, wenn man mit dem Herzen dabei ist, so wie wir. Ist halt, die finanziellen Interessen stehen ja nur im Hintergrund, das weiß ja jeder. Ja, ob das so eine Veranstaltung nur zu null läuft oder ob da 1.000 Euro übrig bleiben oder 10.000 Euro, das interessiert ja am Ende wirklich kein Schwein. Wichtig ist, dass wir nicht drauflehnen und dass das ein geiles Ding wird. Ja, für die Zuschauer, für die Kämpfer, das ist halt, das ist unser Ansinnen. Und wahrscheinlich passiert das denn dadurch, dass das sich so entwickelt, wie das jetzt ist. Wir haben uns ja nicht gedacht, wo Corona war, dass wir mal ins Stadion gehen. Das war ja aus der Not heraus. Mhm. Vorgeschlagen vom Sportamt Dessau. Danke nochmal für die super Zusammenarbeit auch. Ja. Ich musste mich damit ja erstmal anfreunden und alle anderen vom Veranstaltungsteam auch, dass wir ins Stadion gehen. Und das war auch letztes Jahr natürlich so ein mega Kracher, dass wir gesagt haben, wir bleiben dabei, wir waren zum Sommer, wir waren zum Stadion. Gehen damit natürlich der Sache aus dem Weg, was vielleicht wohl im Herbst auf uns wartet. Und haben natürlich dort auch andere Möglichkeiten an Präsentationen im Stadion. Na, die Tickets, die gibt es nach wie vor bei uns hier im Fitnessstudio vom PSV 90 und bei Eventim. Bei Eventim kann man ja noch bis Donnerstag bestellen. Dann wird der Slot zugemacht, weil sie es mit dem Verschicken nicht mehr schaffen. Und dann haben wir auch noch eine Abendkasse, das hatten wir letztes Jahr nicht. Wir waren ja letztes Jahr durch Corona beschränkt auf 1.500. Und dieses Jahr dürfen wir eine Viertelstadionauslastung machen. Das wären 5.000. Und man Butter bei den Fische, so viel kriegt man da nicht hin, bei einer Boxveranstaltung, sag ich mal. Also ich staple jetzt mal tief, also ich sehe das mal realistisch, 5.000 Leute kriegt man da jetzt nicht hinbewegt. Aber dadurch, dass jetzt ein bisschen über 1.000 Karten raus sind vielleicht, ich sag mal 2.500 ist eine realistische Zahl, weil da wird doch noch was an der Abendkasse kommen, was wir letztes Jahr nicht hatten. Und selbst wenn es 1.000 gewesen wären, ja, wir freuen uns. Das wird trotzdem geil, weil die Veranstaltung wird ja dadurch nicht schlechter. Wir machen ja für 1.000 die gleiche Show. Wie für 3.000 zum Beispiel? Allerletzte Frage. Bei dir jetzt speziell die letzten Tage vor der Boxnacht, was überwiegt da? Die Vorfreude oder die Anspannung? Naja, solange wir nicht nur ein paar Hilfsbotschaften hier reingepurzelt kommen, wie jetzt übers Wochenende, eigentlich die Freude, die Vorfreude. Ja, aber das wird dann immer mal ein bisschen gedämpft durch irgendwelche Sachen, die passieren, Kampfabsagen oder so weiter. Aber wenn ich dann sofort eine Idee habe, wie ich das kompensiere, dann klappt das natürlich. Ja, die Hauptkämpfe, das Gros der Veranstaltung steht, der Ablaufplan steht. Wir freuen uns auf eine tolle Veranstaltung, hoffen, dass alles funktioniert. Und ja, gucken wir mal. Die Veranstaltung ist am 25.06. im Paul-Greifzu-Stadion in Dessau, in der Helmut-Kohl-Straße 69. Einlass ist ab 16 Uhr. Die Abendkasse hat von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Ja, danach gibt es auch nichts mehr. Ja, wer denkt jetzt hier, der kommt dann 21, 22 Uhr und guckt sich die Hauptkämpfe an, wie das ja bei einigen großen Sportveranstaltungen so gang und gäbe ist, der hat dann halt Pech gehabt, weil das funktioniert nicht. Weil auch die kleinen Boxer, die Nachwuchstalente, die haben das einfach verdient, dass man die auch mal sieht oder beziehungsweise, dass die auch vor vollen Rängen boxen. Ja, das also war letztes Jahr schon so, genau. Dass Profiboxer gekommen sind und die gesagt haben, das gibt's doch auch nicht. Wo die Veranstaltung angefangen hat, die Bude ist ja schon voll. Ja, das sind die ja unter Umständen ja auch nicht gewöhnt. Die sitzen dann vor 300 Zuschauern. Ja, und zum Hauptkampf wird es erst voll. Das wollen wir nicht. Also na, da habe ich ja auch keinen Bock drauf. Die Kinder gehören sozusagen mit zum Hauptprogramm schon dazu? Die Kinder und die Nachwuchskämpfer gehören zum Hauptprogramm dazu. Man hat eigentlich keinen richtigen Hauptkampf. Ja, das sind ja alles Hauptkämpfe. Aber der wichtigste Kampf oder was das Event an sich ist, was dem die Krone aufsetzt, ist eben der Kampf im Frauenboxen von Ramona Kühne, weil machen wir uns nicht vor. Ich meine, sie war nur Weltmeisterin in zig Verbänden über Jahre hinweg. Und das ist einfach eine Ikone im Boxen in Deutschland. Man kann sich es ja auch nicht vorstellen, der Frauenboxen ohne Ramona Kühne, so, der ist ja auch ein Name. Ja. Okay, um es nochmal mit deinen Worten zu sagen, also ich denke, die Boxnacht wird ein richtiges Brett und Respekt an dich und an dein Veranstaltungsteam. Wir freuen uns alle drauf und noch bis dahin gutes Gelingen. Das wird brutal.